Servus Leute, da bin ich wieder. Wieder ein ganz, ganz kurzes Video. Oleit macht nämlich wieder ein Spendesale, und zwar die zweite Runde. Zur ersten Runde habe ich auch ein kurzes Video gemacht. Da gab es die i5T EOS in Stardust, glaube ich. Und die komplette Einnahme wurde auch gespendet an die Aktion Deutschland hilft, also für die ganze Flutopfer in den betroffenen Regionen. Und seit gestern läuft jetzt schon die zweite Runde von dem Spendesale. Ich habe es zu spät wieder mitbekommen, leider. Deswegen habe ich gedacht, ich mache euch noch ganz kurz ein Video. Und zwar, es geht diesmal um die i3T EOS. Das ist auch so eine kleine Lampe hier, eine Mini-EDC-Lampe, sage ich mal. Die Taschenlampe wird betrieben von einer AAA-Batterie. Ist also immer verfügbar, egal wo ihr seid. Ist also ziemlich die gängigste Batterie, die es gibt. AAA und AA. Und sie hat wieder zwei Leuchtstufen. Sie hat einmal Low-Modus mit 5 Lumen, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht sicher. Und der helle Modus mit 180 Lumen. Also das ist schon, sieht man jetzt natürlich nicht hier. Ist aber schon ganz ordentlich auf jeden Fall. Ich mache hier wieder Splittle rein, dass sich die Batterie nicht entlädt. Ja, es gibt diesmal 4 verschiedene. Hier die in Messing, ist richtig geil. Ist eine richtig schöne Sammlerlampe, finde ich. Weil ich liebe Messing und Kupfer. Achtung, jetzt kommt gleich wieder ein Zug, glaube ich. Dann gibt es noch die schwarze. Die habe ich natürlich noch hier. Die habe ich persönlich immer hier in meinem EDC-Pouch drin. Die passt einfach perfekt rein von der Größe. Und das ist auch, glaube ich, die günstigste von den i3. Und dann gibt es hier noch ein Desertan, ist auch eine geile Farbe. Und es gibt noch Sky Mountain. Das ist dann unter der Bergischen, also blauer Himmel mit ein paar Wolken und so. Sieht auch cool aus. Guckt einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Link mache ich euch in die Videobeschreibung und in die Kommentare. Ihr bekommt einen Rabatt für die einzelnen Modelle hier zwischen 30% und 45%. Also es rentiert sich auch wirklich, falls ihr mit sowas liebäugelt. Und das Geile ist halt, Oleit spendet wieder die komplette Einnahme wieder an die Flutopfer. Deswegen richtig geil, auch Aktion. Und bei der ersten Runde, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel das zusammengekommen ist, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es war wirklich ordentlich und es hat sich wirklich rentiert. Geile Aktion, wie gesagt, ich habe mir auch 2 Stück bestellt. Und ja, schaut einfach mal rein, das Ganze läuft noch bis zum 28. Das heißt, ihr könnt auch noch morgen eine bestellen. Die gibt es nämlich auch dann wieder in Bundles und so. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Bundle kauft mit so einer i3, dann wird der Betrag von der i3 wird dann natürlich auch gespendet. Also das ist auch kein Problem, ihr müsst die Dinger jetzt nicht einzeln kaufen. Morgen ist nämlich wieder ein Sale ab 20 Uhr, 26.07. Ganz kurz nur ein bisschen Werbung in eigener Sache. Da gibt es nämlich zum Beispiel die Warrior X Pro in Blau. Und die muss ich euch einfach kurz zeigen. Die habe ich total demoliert, mit der Axt drauf eingeschlagen, ins Feuer geschmissen, in den Pool geschmissen und was weiß ich alles. Da kommt morgen Abend auf jeden Fall ein Video dazu von mir, 20 Uhr. Und sie funktioniert immer noch, wie ihr seht. Genau. Also da mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und was auch noch geil ist, ihr bekommt sowieso momentan, vielleicht noch als kleiner Anreiz, bei jeder Bestellung oder auch bei jeder Nichtbestellung kriegt ihr die hier gratis auf jeden Fall. Das ist die kleine i3e EOS. Das ist auch eine AAA-Batterie. Allerdings noch ein bisschen kleinere für einen Schlüsselanhänger. Die hat, also jetzt ein Aufkleber drüber, 90 Lumen hat die. Genau. Ist also wirklich eine richtig geile Schlüsselanhänger-Taschenlampe. Die gibt es auch in Blau. Die will ich jetzt aber nicht aufmachen, weil, Achtung, zukommt. Moment. Straßenbahn. Weil die Lampe hier, die kleine, und die, ich habe noch eine originalverpackte von der Warrior X Pro, die bringe ich morgen Abend persönlich beim THW im Oberhause-Rheinhaus, also bei uns, beim Ortsverband, beim Technischen Hilfswerk, bringe ich die vorbei. Habe mit denen gesprochen, die werde ich denen spenden auf jeden Fall, weil die sind den ganzen Tag auf dem Einsatz und so. Und passt einfach von der Farbe her. Deswegen, ja. Und auf jeden Fall könnt ihr euch morgen Abend kurz anschauen, was die hier alles ab kann. Sie kann wirklich einiges ab, sage ich euch. So, und jetzt mache ich fertig hier, dass das Video nicht zu lang wird. Wie gesagt, schaut mal rein. Tolle Lampe, vor allem in Messing, finde ich richtig geil. Brass.
Und ja, das war es jetzt schon. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, nette Kommentar. Wenn ihr das erste Mal hier seid, würde ich mich sehr über Abo freuen. Ansonsten hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao.